Ja, hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutz hier bei Borgheide News TV. Ja, was für ein Wochenende hatten wir jetzt gehabt, denn ich meine gar nicht das Wetter kannst du ja vergessen. Ne? Ist ja Sommer, ja, was für ein Sommer, ist auch egal. Jedenfalls, das Wetter ist nicht so, wie es im Sommer sein sollte, müsste schon ein bisschen besser, ein bisschen mehr Temperatur kommen. Ja, ich muss mich heute kurz fassen, habe ich gehört, weil sonst wird der Film viel zu lang. Ja, nicht, weil ich zu kurz zu viel quatsche, sondern weil wir so viel Einspieler haben von den ganzen Veranstaltungen vom Wochenende, also von Freitag und von Samstag, eigentlich genau zu sein, dass wir wieder Überlänge bekommen. Aber es ist ja auch nicht so schlimm, weil es ist ja bald Sommerloch und dann kommt eh nicht mehr ganz so viel. Dann können wir uns auf das Wesentliche beschränken. Und soweit ich weiß, geht ja mein Kameramann, der Matze, demnächst auch in Urlaub. Da kann er mal den Wetterbericht von anderswo wieder schicken. Macht er sowieso immer. Er ist ja viel, viel mehr unterwegs als ich selbst. Ja, gut, kommen wir noch gleich zu den Themen an diesem Wochenende. Was hatten wir gehabt? Einmal hatten wir dieses Brückenschwimmen in Brandenburg. Ja, was hat das mit uns zu tun? Na, nur insofern, dass die Borgheider selbstverständlich am Brückenschwimmen in Brandenburg teilgenommen haben. Zum Beispiel das DLRG-Team, das natürlich auch gesund und mit hervorragendem Leistungsziel wieder angekommen ist. Das ging nämlich über 1000 Meter Brückenschwimmen in Brandenburg. Und ach so, was ich noch sagen wollte gleich, das geht ja gleich nächstes Wochenende weiter. Da gibt es nämlich das Inselschwimmen in Potsdam am nächsten Samstag. Und auch da ist die DLRG wieder dabei. Und ich glaube, Matze, sein Sohn, hat da auch teilgenommen. Ich weiß gar nicht, wie schnell der überhaupt der gewonnen hat. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Waren die genug da? Jo, dann, wie ihr mitbekommen habt, auch unter Borgheide News. Und wer dort nicht dort ist in Borgheide News, findet das auch auf YouTube bzw. auf der Facebook-Seite vom Waldbad. Die zweite Folge von Wie geht Waldbad ist online. Ja, Wie geht Waldbad, so heißt es ja nicht genau, aber so ungefähr schon. Und da geht es halt ganz hauptsächlich darum, dass man einen Überblick bekommt, ein Erklärvideo, wie man sich in Borgheide im Waldbad zu verhalten hat, wie man da reinkommt, welche Möglichkeiten das Waldbad hat, etc., etc. Ja, und da steht der Matze selbstverständlich selbst vor der Kamera und erklärt das natürlich in vernünftigen Worten, so dass man, wenn man nicht lesen kann, das zumindest hört und sehen kann. Ja, also wie gesagt, die zweite Folge ist online und da kommen noch ein paar. Der Matze wird sich da noch mit auseinandersetzen. So, dann haben wir gesehen, auch bei Borgheide News, hier gibt es Menschen, die wissen nicht so richtig, wo sie ihre Kartoffeln schalen sein lassen sollen. Ne? Da schmeißen die doch große Säcke, ich weiß gar nicht, wie man so große Säcke Kartoffelschalen produzieren kann. Jedenfalls haben sie die einfach in den Kleidercontainer gekantet. Da gehören sie ja nun wahrlich nicht ein. Ihr seht auch, das Bildchen hier geht gar nicht. Ne? Also Kartoffelschalen im Kleidercontainer, was soll das? Ne? So, dann kommen wir zum ersten großen Date am Freitag. Am Freitag war natürlich, ja, sagt ja der Name schon, Make Borgheide Great Again im Jugendclub. Eine große, große Party. Und damit wir nicht so viel erzählen müssen, nur erstmal so viel. Also der Matze und ich sind tatsächlich mit unseren Pionierausweisen durch die Gesichtskontrolle im Jugendclub gekommen. Die haben uns da eigentlich nicht erkannt. Wir sind unerkannt und unauffällig, haben uns unter das Jungvolk gemischt und haben einen Überblick vom Borgheide, Make Borgheide Great Again im Jugendclub geschossen. Schaut's euch an. Make Borgheide Great Again, was immer das heißt. Aber jetzt fragen wir gleich mal den Chef von Zianze, der hier im Jugendclub Borgheide seinen Stammsitz hat. Der wohnt ja, glaube ich, hier. Aber wir gehen einfach mal rein und fragen den. Ja, und da ist er. Hi Stefan! Hey, grüß dich, mein Lieber! Freut mich, dass ich dich hier sehe. Schön! Du, sag mal, dürfen wir rein? Ich bin schon 16. Ihr seid 16? Ja. Zusammengezählt vielleicht, ne? Na gut, aber um 10 ne, mache ich eine Durchsage, da müsst ihr dann Ich habe Ausgang bis 21 Uhr.
Okay, okay. Ja, hast du Mutti-Zettel bei? Ja, hab ich Mutti-Zettel bei. Ah, okay. Sag mal, make or kill a great game. Ja. Was du dazu zu sagen? Haben wir jetzt Trump'sche Verhältnisse in Hokkaido? Naja, wir haben gedacht, Populismus überall auf der Welt, ja, ne? Können wir auch. Ja. Und vor allem dachten wir, Mensch, wenn der Trump das mit dem Spruch schafft, war, können wir das schon lange. Nee, wir wollen eigentlich einfach für uns so eine. Alle Medien haben das aufgegriffen, ja, und jeder, ja, kennt den Spruch. Und dann haben wir uns gedacht, ach, warum nicht? Ne? Und wir haben so ein Meeting gemacht und nach blöden Namen gesucht, und ja, das schien einer der blödesten zu sein. Also wir uns die zweite Veranstaltung schon, ne? Genau, wir haben auch extra T-Shirts machen lassen. Oh ja, hier, ja, ey, habt, ja, ja, da ist er. Da. Die sind nicht von Nivea, ihr sponsert. Das ist der Stefan. Hey, Matze. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, das ist aber. Wir gucken uns mal um. Ja, guckt euch mal um. Herzlich willkommen. Ein paar Bilder habe ich vorher auch noch mit reingedrückt. Es war eine coole Party, eine coole Mucke, hat mir sehr gefallen. Ja, ich musste, es war ein richtig volles Haus, ne? Und ja, ich musste dann meinen Hut später nochmal nachholen. Der ist jetzt wieder in meinem Besitz, nicht der, der andere, ihr wisst. Aber den habe ich dann gesucht. Ich bin ja erst morgens um 2:30 oder so zu Hause gewesen. Da war noch lange nicht Schluss, aber für mich jedenfalls. War cool gewesen und vielen Dank, Stefan, dass du uns dort einen kleinen Überblick gegeben hast und uns reingelassen hast. Gucken wir bestimmt mal wieder vorbei. So, nachdem dann natürlich früh morgens mit Katerstimmung aus dem Bett, nachdem ich mit Katerstimmung aus dem Bett gefunden habe, ging es natürlich gleich weiter. Im Jugendclub war noch nicht Aufräumen angesagt, aber auf dem Flugplatz Murmeltreffen in Borkheide. Ja, was heißt Murmeltreffen? Ne? Murmeltreffen, ihr wisst es, oder wer es nicht weiß, schaut, hier ist das Video zum Murmeltreffen. Das gleiche Baujahr eigentlich. Ja, hallo Borkheide. Kaum ist Borkheide, Make Borkheide Great Again zu Ende. Wir verarbeiten die Reste gerade noch im Kopf und so. Ja, er hat eine dunkle Brille auf, ihr merkt es. Und schon sind wir bei der nächsten Veranstaltung. Ihr seht die ganzen Rennpappen. Murmeltreffen in Borkheide. Hier, einmal im Jahr. Hier auf dem Flugplatz, Flughafen hätte ich schon fast gesagt, aber der ist ja, hier stehen mehr Flugzeuge als auf dem BER. Hier ist ja auch mal Flugzeug gelandet, ein echtes, also muss ja fast ein Flughafen sein. Genau, und jetzt, ach, was ist das denn jetzt hier? Jetzt staubt es hier ein bisschen. Und wie ihr seht hier, die richtig schönen alten DDR-Kahn von P500 bis 601, alles vorhanden. Die verbringen jetzt hier 3 tolle Tage hier bei uns in Borkheide und da kann man natürlich mit hergehen und sich hier angucken, wie die Technik funktioniert hat und auch mal so im Motorraum gucken, denke ich mal, ist schon ganz cool. Wir gucken mal rum, machen noch ein paar Fotos. Ist nicht die erste Veranstaltung, ne? Wie oft haben wir das gemacht? Nein, das weiß ich nicht. Aber öfters schon haben wir die hier gesehen. Ja. Ja, und wie gesagt, das ist die Veranstaltung und heute Abend nochmal sind wir nochmal gleich bei. Kurzschluss im Waldpark. Kurzschluss im Waldpark. Da können wir sogar Backstage hin als Presse, ne? Da brauchen wir sogar Backstage. Und baden. Und baden. Wenn wir wollen. Ja, also du warst ja schon baden beim letzten Mal. Genau, also wir sehen uns nochmal nachher im Waldbad bei Kutschus. Und wie gesagt, jetzt schauen wir hier nochmal, was hier so Interessantes noch gibt. So, bis denn. Bis denn. Ja, Murmeltreffen in Borkheide, ihr habt es richtig gesehen, das waren die knatternden Kisten der verblichenen alten Republik. Habe ich ja noch so 2-3 Fotos hier mit drangehängt, die immer noch tapfer ihren Dienst tun. Und da gibt es so richtig Enthusiasten, die sich so in diese alte Technik so reinwürgen und sich so reinstecken. Und meine Frau hat schon gesagt, sie muss noch mal gucken, ob sie eine alte Feinstrumpfhose noch zu Hause hat. Die würde sie gerne sponsern, weil die Feinstrumpfhosen immer gerne als Ersatz für die kaputten Keilriemen genommen wurden. Das soll wohl funktioniert haben, dass man dann, wenn der Keilriemen gerissen war, sich eine Feinstrumpfhose von Mutti hat geben lassen, dann hat die da rumgewickelt und dann konnten die weiterfahren. Geht heute nicht mehr, damals wohl schon. So, und gleich zum nächsten Thema.
weil sonst nichts los war, sind wir gleich danach noch ins Waldbad gestürmt. Ja, nicht zum Baden. Temperaturen waren eh ein bisschen mies, ein bisschen kühl gewesen. Ne? Aber dort gab es einen Kurzschluss. Das heißt, es gab keinen Kurzschluss. Es gab ein Kurzschlusskonzert, Kurzschluss im Waldbad. Und da hat die Luft gebrannt, wie ihr ja auch diesen Fotos sehen könnt. Es war total cool, Riesenstimmung. Viel tanzen und die Jungs machen eine Mucke. Und auch damit ich hier nicht so viel reden muss, haben wir hier ein Filmchen für euch. Ein bisschen länger geworden, aber haben wir nicht so oft. Und ihr seht natürlich, wir haben die drei Stars exklusiv für euch vor die Kamera für ein kleines Mini-Interview bekommen. Drei Männer, drei Fragen, drei Antworten. Und ab. An? Ne? Schon lange. Können wir rausschneiden den Rest. Okay. Du. Jetzt, au. Jetzt geht's weiter. Das ist jetzt die dritte Aktion an diesem Wochenende? Ja, ja. Wir kommen gerade noch vom Murmeltreffen und schon sind wir wieder im Waldbad. Ja. Und jetzt geht's gleich los. Dahinter, hinter der schwarzen Kiste hier. Kurzschluss. Und wir sind backstage reingekommen. Ja. Wir sind heute hinter der Bühne. Das ist da, wo Getränke und die Frauen immer rum. Ne? Aber so ein heißes Wochenende, was hier los war. Brückenschwimmen, genau. Da bringen wir auch noch was von. DLRG war beim Brückenschwimmen. Ja. Dann hatten wir Murmeltreffen. Genau. Und dann hatten wir am Freitag... Quatsch. Doch, natürlich hatten wir das am Freitag. Make Bock Heide Great Again. Ach, das war Freitag? Ja, das war Freitag. Gestern war Freitag, ja. Wir sind ein bisschen durcheinander geraten. Also wir machen jetzt noch weiter und dann schauen wir mal. Dann ist das Wochenende hoffentlich vorbei. Es ist anstrengendes Wochenende, oder? Keine Ahnung. Mal gucken, wie die Band nachher spielt und dann melden wir uns gerne nochmal. Mach's übrigens nicht so lange. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit für Ich glaube, das Video wird diesmal wenn wir jetzt sagen, das Video wird über 30 Minuten, diesmal Sonntagabend. Weil er muss übrigens auch das Wetter bringen morgen. Das Wetter, ja. Das mal gucken. Sonne scheint. Blende 8. Sonntag. Aber wir bringen nachher nochmal was von Kurzschluss. Also ja. Deswegen müssen wir uns ein bisschen machen. Wir machen ja nochmal Kurzschluss. Dann okay. Ist hier nämlich 0 Uhr aus. Bis nachher gleich. Tschüss. So. Und? Das ist Uli. Das ist Uli. Okay. Ja, das haben wir schon. Wollte ich eigentlich nochmal kurz. Ja. Wollte ich eigentlich sagen nochmal kurz. Warte mal. Lutz, du musst nochmal noch sagen. Oh, erstens macht das fest. Und zweitens steckt das Kabel rein, Junge. Ach, steckt doch mal Kabel rein, Junge. Hört man euch umso besser. Also normal, ja? Läuft. Kurzschluss, ich freue mich, dass ich euch hier sehen darf. Ja, hallo. Guten Tag. Wo ist denn der Lutz? Lutz! Bockheide News. Das ist ein Lutz von Bockheide News TV. Drei Fragen, drei Antworten. Bockheide? Waldbad. Grüße dich, Lutz. Kurzschluss. Meine Beatmusik. Cool. Ihr habt's gehört. Spaß. Danke. Nee, da krieg ich wirklich Pickel. Also da kriegt er wirklich. Du hast es drin? Guck mal nochmal nach. Warte. Bist drin. Mann, jetzt muss ich aber pullern. Das war so aufregend. Ja. Was gewesen, ja wirklich cool, heute Nacht dann irgendwann so um 12:30 zu Hause gewesen oder um 1 sogar, müsste ich jetzt schwindeln, ich habe überhaupt nicht mehr auf die Uhr geguckt, aber vielen Dank der Band, dass sie uns zur Verfügung gestanden hat und echt Jungs, ihr macht eine Mucke, ich weiß gar nicht, wie wir zu dieser Ehre kommen, dass ihr hier für uns in Brockheide im Waldbad spielt, aber immerhin. Jo, so, nun noch schnell zum Wetter, Matze, der ist für dich. Ja, hallo, danke Lutz, da bin ich, wir haben uns ja lange nicht gesehen, wa? Gerade noch MacBook Heide Great Again, Murmeltreffen, Kurzschlusskonzert und schon wieder beim Wetter. Wir machen es auch ganz schnell heute. Wir suchen uns mal das Wetter für die nächste Woche raus. Ich habe da mal was vorbereitet. Mal gucken, ich hoffe mal, es sind die 30 Grad die ganze Woche mit Sonnenschein ohne Ende. Und wir haben gezogen. Bis Mittwoch bleibt es schön. Ab Donnerstag kann es wieder zu Schauern kommen. Naja, was wollen wir von dem Sommer noch erwarten? Egal, genießt die Zeit trotzdem. Manchmal scheint die Sonne, manchmal kann man baden gehen. Eine schöne Woche gewünscht. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ja, danke, lieber Matthias.
Ihr habt es selbst gesehen, Wetter ist so durchwachsen, so lala, aber das wird wohl dieses Jahr nichts mehr, jedenfalls nicht im Sommer. Vielleicht kriegen wir im Winter ein ordentlich warmes Wetterchen. So, jetzt noch ganz kurz zum Abschluss meiner Sendung, unserer Sendung hier auf Borkhalle News TV einen kurzen Hinweis. Und zwar am 9.9., ihr seht es hier, ab 19 Uhr startet in der Gaststätte am Waldpark wieder eine Tanzveranstaltung. Diesmal Open Air mit dem Motto oder unter dem Motto Schlager und mehr Open Air. Diesmal mit gegrilltem und Bier vom Fass. Ja, ab 19 Uhr am 9.9., also im September 2017 in der Gaststätte am Waldbad. Aber ich schätze mal, da kommen wir nochmal drauf zurück. Das ist ja erstmal zum Vormerken. Jo, das war's für diesen Sonntag gewesen. Alle, die im Urlaub sind, weiterhin einen wunderschönen Urlaub. Alle, die noch dahin wollen, ich wünsche euch einen Weg ohne Stau und dergleichen mehr. Es wird ja immer schlimmer, hat man den Eindruck. Und auch packt eure Rettungsboote ein, Schlauchboote und SUPs und was man immer so braucht, um sich auf den Wasserstraßen hier in Brandenburg vorwärts zu bewegen. Gab es übrigens wieder ein ziemliches Wetter in Geltow-Glindow am Donnerstag. Hier war nichts los, dort ist die Welt untergegangen. Also wirklich, wir haben hier ganz gut Glück in unserer Gegend. Jo, wie gesagt, das war's hier bei Borkhalde News TV diesen Sonntag. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Restsonntag, eine schöne, schöne Woche. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin alles Gute. Ja, auch von Matze, euer Lutz hier bei Borkhalde News TV. Und tschüss.